So, hallo. Hier sehen wir schöne Türme. Ja, wäre toll, wenn die alle voll wären mit Honig. So zack, einmal Blütenhonig, hier drüben dann Löwenzahnhonig, da Waldhonig und da Tanne. Das wäre doch cool, ne? Nein, was wir hier sehen ist, ich mache nicht alle, aber einen Teil lasse ich immer ausschlecken. Vom Honig gerne diese späten Honigsorten auch, ne? Weil jetzt dieses Jahr zum Beispiel war es bei uns so, dass der späte Honig ganz trocken war. Und dann ist der in der Schleuder ganz zäh von den Rähmchen nur abgeflossen. Also die Rähmchen waren einfach noch, wie gesagt, so ja mit Honig verklebt einfach. Ne? War relativ viel Honig noch auf dem Holz, auch in den Waben, weil der Honig richtig zäh war. Irgendwann kommst du natürlich mit der Schleuderdrehzahl auch an die Grenzen, dass du Wabenbruch bekommst und so. Und dann bin ich einfach hergegangen und setze die auf. Also wir sehen es hier unten, wir haben einen Honigraum, also Brutraum, Absperrgitter, Honigraum. Dann nehme ich meine Nikofitra als Abstandhalter und dann setze ich einfach die leeren Honigräume drauf. Na, das Ganze darfst du natürlich nur nachts machen, oder mache ich nur nachts. Also ich gehe einfach, wenn es dunkel wird, um 10 Uhr oder so her, stapelt es da drauf, dass du eben keine Räuberei bekommst. Vielleicht kannst du es auch tagsüber machen, das weiß ich nicht, wenn du absolut dichte Honigräume hast, aber das habe ich nicht. Man sieht es ja hier, ich habe immer wieder solche Sachen, weil das sind ja Honigräume, die habe ich selber gebaut aus Palettenholz. Kostet einer 3,50 Euro vielleicht komplett. Und die sind natürlich ein bisschen undicht. Ne? Hier sieht man im Vergleich, ne? Das ist mal ein Originaler gewesen, ein 12er Datant. Die sind natürlich dann schon ein bisschen dichter. Oder auch hier drüben sieht man das, glaube ich, ganz gut. Ne? Das ist ein gekaufter, noch einer meiner ersten. Die sind natürlich dann schon im Winkel konkreter. Konkreter korrekt. Nein. Genau. Stapel ich einfach da drauf. Lass die ausputzen, der Honig landet dann im unteren Honigraum praktisch. Dann nimmt man die ausgeputzt, also leer, honigfrei wieder runter, hat kein Thema mit der Räuberei und kann die völlig problemlos den Winter über einlagern. Ja, das Ganze mache ich jetzt, nehme die wieder runter, bevor es wieder so heiß wird und ja, dann kommen die nächsten da drauf. Ne? Deshalb ist es immer schön, wenn man noch ein paar Bienenvölker einfach stehen hat, weil man kann da ja relativ, ich glaube, das sind jetzt, ist das eine Palette voll Honigräume. Also eine Palette sind bei mir 6x4, 24 Honigräume. Warum 24 Honigräume auf einer Palette bei mir? Weil das von der Höhe genau in mein T4 reinpasst. Ne? Palette und 6 Honigräume, dann ist der T4 bis an die Decke geladen. Deshalb habe ich standardgemäß einfach immer 24 Honigräume auf einer Palette. Aber das hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ein bisschen mehr wie 24. Aber gut, das kriegen wir ja wohl hin. Man sieht es aber auch hier wieder, ne? Es ist schon wieder so ein heißer Tag. Es ist einfach kaum Flugbetrieb. Auch wenn wir jetzt morgen sind, aber es ist schon überraschend dieses Jahr, wie wenig geflogen wird. Man sieht es auch an den Königinnen, Begattungseinheiten, weil da immer wie sagt man da, Zuchtplan oder Begattungsrechner oder wie auch immer. Und er sagt halt, da und da ist fertig und du kannst dieses Jahr da locker noch mal ein paar Tage drauflegen. Die sind gut begattet, also das sicherlich, aber es braucht halt einfach länger und ich glaube, das kommt daher, weil die halt nicht fliegen, die Drohnen nicht so fliegen, ich weiß es nicht. Es ist, also auch wenn du mit Kollegen telefonierst, es ist eigentlich dieses Jahr irgendwie immer das Gleiche. Wir hatten ja auch nicht so diesen Schwarmtrieb, ne? Das kommt in diesem Jahr auch dazu, hatten wir ja auch nicht so. Also es ist nicht so dieses perfekte Königinjahr, wo du sagst, okay, umlaufen, zack, hey, läuft perfekt und Begattung läuft perfekt. Es läuft gut, ne? Wir haben kaum Ausfälle, das schon, aber es braucht einfach zeitlich länger, warum auch immer. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ja, gut.
Na, aber gut aussehen tut es schon so zur Türme, ne? Da werden die anderen neidisch. Aber die, wo es wissen, die wissen es ja. Aber hier andere würden vielleicht sagen, hey, hat er nicht so ausgeglichen, die Völker, was ist denn da los? Nein, aber gut sieht's aus. Ich meine, schön ist es ja auch, wenn du guckst in so alten Büchern. Also ich hatte mal ein Buch, der ist, glaube ich, schon lange gestorben. Ein schwarzes Buch war das. Es war so ein Imker, der hat den Halbzargen geimkert, ein ganz alter. Also der war damals schon, wo er das Buch geschrieben hat. Ich glaube, die Geschichte, seine Tochter hat gesagt, er ist irgendwie 90 geworden oder sowas. Seine Tochter hat gesagt, er soll das mal aufschreiben. Und das gab es, glaube ich, auch nur im Eigenverlag oder so. Aber so ein Halbzargenbuch. Und der hat von früher berichtet, also von vor der Varroa-Milbe, wo sie da noch, ich glaube, nach Fehmarn zum Rapshonig, also von hier Süddeutschland nach Fehmarn zum Rapshonig gefahren sind. Und die hatten auch solche Türme mit Rapshonigernte damals. Ne? Keine Varroa-Milbe. Und auch er, also das war dann schon Imker, ne? Cool. Ne? Da sind sie da hochgefahren, im Zelt übernachtet, im Zelt, glaube ich, auch geschleudert. Richtig interessantes Buch. Wenn ich es finde, wie es heißt, also wenn ich es bei mir im Schrank finde, dann schreibe ich es in die Videobeschreibung. Und der berichtet halt auch, wie mit der Varroa-Milbe das Imkern praktisch richtig zäh geworden ist. Dann noch diese neuen Züchtungen mit weniger Nektar. Also ein ganz interessantes Buch, ein Blick in die Vergangenheit. Können wir nur lernen. Alter, was kommt denn da? Ein T5. Ja, der ist aber auch am Verrecken, ja? Alter Schalter. Naja, auf jeden Fall, so ist es. Und die hatten halt auch so Türme, aber richtig voll mit Honig, ne? Ja, gut. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zum letzten Video, zum Thema Streuobstwiesen. Und ich hatte es ja so ein bisschen mit Artenvielfalt und Blühen und so. Und ist es für mich halt auch bedenklich. Wir haben viele Streuobstwiesen hier, ne? Zweifelsohne. Und das ist ja auch schön. Werden ja hier überregional auch als ökologisch und Nachhaltigkeit und sollst den Apfelsaft davon trinken und so beschrieben. Die meisten, also da wird immer mehr, dass sie auch biozertifiziert sind. Was mich in der Sache ein bisschen stört, ist dieses Kleinhaxel mit dem Schlegelmulcher. Also Schlegelmulcher, wer es nicht kennt, eine Metallwalze mit so Metallklöppeln dran, wo praktisch das Gras komplett kleinhäckselt. Und mit dem Gras halt auch Blindschleichen, Heuschrecken, Grashüpfer, was weiß ich alles, Schmetterlinge. Ne? Schwieriges Thema ein bisschen. Vor allem, wenn du dann auch noch, manche haben das ja auch als Nicht-Bio oder auch als Bio und rammeln da mit der Pflanzenschutzspritze mehrmals im Jahr durch. Ist es für mich klar, schon kleiner Schritt ist in die richtige Richtung, dass du sagst, Hochstämme und so. Aber dieses Nachhaltigkeit, Ökologie ist da für mich auch ein bisschen so ein Thema, wo ich sage, okay, ist besser wie nichts. Ne? Also ganz klar. Und du musst ja auch immer für dich überlegen, wie kannst du es umsetzen. Ja, auch wir können das nicht alles wunschgemäß umsetzen. Aber du stolperst halt auch an so Punkten, ne? Wenn wir jetzt diesen Baum hier anschauen. Da habe ich jetzt hier diesen morschen Ast drin gelassen. Ja, hier sieht man ja morscher Ast. Morscher Ast im Baum heißt aber, dass der Baum aus der Förderung rausfliegt, ne, weil er ist nicht ordentlich gepflegt. Ne. Morscher Baum bedeutet aber auch Nistmöglichkeit für voll viele Insekten oder so. Ja, da fängt das Thema schon an. Warum muss dieser morsche Baum in der Förderrichtlinie raus? Ne? So fängt das Thema an, außerdem sieht es nicht schön aus. Ihr könnt nicht glauben, wie viele Leute schon da geschwätzt haben, wie der Ast muss weg und sowas. Ne? Sieht nicht ordentlich aus. Aber egal, wo waren wir stehen geblieben? Ja, so das ist für mich so ein bisschen so ein Thema, klar. Du musst es auch praxisrelevant machen. Ne? Die Leute müssen das auch pflegen können und wollen. Und es muss ja auch ein bisschen Spaß machen.
Aber so diese Kombination aus Schlägel muss ich alles abrasieren einmal im Jahr, unten alles tot, oben fährst du mit der Pflanzenschutzspritze durch, alles tot. Und das Einzige, was du dann halt noch hast, sind die Hochstämme, die 14 Tage lang blühen im Frühjahr. Ein Rapsacker hat im Prinzip das Gleiche, ja. Also das, um das mal ganz spitz zu sagen. Aber auch da könnt ihr mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Das interessiert mich sicherlich. Dann will ich euch mal mit meinen Gedanken alleine lassen. Nein, ich mache mich mit meinen Gedanken jetzt auf den Weg und wünsche euch alles Gute. Ja,